Hallo. Hey, hört ihr? Katja? Ah, die Musik ist so schön. Herzlich willkommen zu der ersten Folge eines neuen Projektes. Herzlich willkommen zu meine Tierarztpraxis in Australien. Ja, nicht, dass die Tierarztpraxis ganz einfach so in langweilig Deutschland wäre. Nein, nein, die Tierarztpraxis in Australien. Ich dachte mir, wir beginnen dieses Let's Play hier in the summer. Und was bietet sich da besser an, als in Australien anzufangen? Jetzt muss ich gerade mal gucken, was da alles dabei ist. Da ist ein Poster und oh, es ist toll, ganz viele tolle Spiele. Das ist ab 8 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt, dass es ab 8 Jahren ist. Warum ist das nicht für... Wieso darf man das mit 7 noch nicht spielen? Was passiert in diesem Spiel, dass man das mit erst ab 8 spielen darf? Wir gucken mal nach. Meine Tierarztpraxis in Australien. Dein Traum wird wahr. Eine eigene Tierarztpraxis mitten in Australien. Fahre durch das Naturreservoir und verarzte die kranken Tiere liebevoll an Ort und Stelle. Oh, geil. Finde einsame Tierbase und pflege sie. Oh, das wird so gut. Das wird so gut. Bla, bla, packe deinen Arztkoffer. Bla, 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 bla. Das Spiel ist von... lass mich mal gucken. Das steht doch hier normalerweise immer irgendwo. Oh, Störgeräusche. Störgeräusche! Oh. Oh. Was passiert hier? Ein Anruf. Da kann ich jetzt nicht hingehen. Handy weg. So. Voll ins Eck gedonnert. So, sehr professionell immer wieder. Na, wenn die Störgeräusche da sind, das ist natürlich nicht gut. Ich wollte euch sagen, von wann das... Seid ihr noch da? Habt ihr schon abgeschalten? Nee, ne? Ihr seid noch da, hoffentlich. Ich wollte jetzt euch noch sagen, von wann das Spiel ist. Warte mal, wir gucken mal im Handbuch. Da sind Aufkleber dabei. Alter, das ist von meinem Pferd und Pony. Von Pferd und Pony sind da Aufkleber dabei. Von mein Gestüt und Appassionata. Boah, das ist geil, ey. Cookie, hau mal ab jetzt hier. Ich kann... Cookie, nee, das ist jetzt nicht hier für dich. Coco, du kannst nicht mitspielen. Coco kann nicht mitspielen. So, also. Ich wollte zwar nachgucken, nicht auf der Tastatur rumlaufen, Coco. So, also, ich wollte, 2007, so, da haben wir es doch, von 2007, wer es gespielt hat, Leute, damals, da ist ein Poster dabei, wie geil ist das, bitte, ich habe das noch nie ausgepackt, so, jetzt. Oh, ist das süß, oh, so ein hübsches Poster ist da dabei, oh mein Gott, wollt ihr das unterschriebene Poster haben, dann schreibt es mir in die Videobeschreibung, schicke ich euch das zu. Dann schicke ich euch ein Autogramm, meine Tierarztpraxis-Poster und vielleicht die Aufkleber von meinem Pferd und Pony auch. Wenn ihr da Bock drauf habt, ballert mal, haut in die Kommentare, in die Tasten. So, wir wollen jetzt mal spielen. Start mit Tutorial. Pff, Tutorial. Gibt es irgendwo Grafikeinstellungen? Kann ich das... Gute Grafik. Sehr gute Grafik. Denn wir wollen schon sehr gute Grafik haben. Ich lasse jetzt die Lautstärke mal so für die erste Folge und dann checken wir mal... ob das passt von der Lautstärkenqualität, okay? Aber so wie ich jetzt mich gerade selber höre, ist es ganz gut. Wir gucken mal. Erste Folge ist immer ein bisschen kritisch, okay? So. Hätte ich vielleicht auch mal vorher einen Lautstärkencheck machen sollen, ne? Mann, ist das alles kompliziert. Start. Start in eine neue Welt mit meiner Tierarztpraxis in Australia. Ding. Oh, sieht das schön aus. Das sieht sehr australisch aus. Ah, wir können uns unsere Tierärztin Chloe... Ich weiß nicht, ob der Name ausgesprochen wird. Deswegen, ich tue mich da immer schwer. Ich glaube, wir lassen den Namen mal so da. Chloe wird nicht, dass irgendjemand sagt, hallo Chloe. Und dann heißt sie irgendwie Mirella Bella oder sowas. Ja, nee, nee, dann lassen wir es mal auf Chloe. Wir geben ihr einen braunen Pferdeschwanz. Das läuft. Oh, da können wir das Face noch ändern. Ja, okay. Nee, wir, ja, so leicht gebräunt. Ah, für so ein Ying und Yang. Nee, Was haben wir denn da? Oh, der Hawk war geil. Und so eine... So eine Tierarzt. Nee, komm, wir sind doch so Ranger-mäßig unterwegs. Wir sind doch in Australien. Da will ich doch irgendwas Australien-Technisches anhaben. Hier so ein. So mit so einem Igel drauf. Mit so einem Hawk-Igel-Dings da. Oh, pff, oh Gott. Ja. Ah, ich kann auch einen Typen spielen. Lölz. Ja, dann spiele ich natürlich einen Typen. Ich bin ein Tierarzt-Boy. Nee, der war schon okay da, der Junge. Kann der ja auch so ein geiles. Nee, was ist denn das? Was ist denn mit. Was ist denn hier? Der kriegt auch den Igel. Ja, die komischen Oliven-Dinger da sind ganz geil. So, Klaus.
Achso, Chloe und Klaus oder was? Nee, wir nennen ihn jetzt, wie heißt denn so ein Tierarzt? Wie heißt denn so ein Tierarzt? Eberhard. Ja, wegen Eber. Eber. Und was gibt's noch? Eber. Wir sind zusammengesetzt, das Dings. Wie viel kann ich denn schreiben? Eber. Eberhirsch? Ah ne, Eberhirsch geht nicht. Shit. Eberfisch. Das ist gut. Also wir pflegen Eber und Fisch. Eberfisch. Da, alte Eberfisch. So. Oh, der Herr Eberfisch. Ne, ist ja der Vorname, ne? Klaus mit C. Ah, es sieht aus wie mein Gestüt. Aha, okay, kann ich mit der Maus? Muss ich klicken. Ja, gut, wer hätte das gedacht? Karte aufrufen. Aha, Missionen gibt's hier. Wo bin ich? Gelb ist Aufgabe. Das sind die verschiedenen Aussichtspunkte. Ist blau. Und hier, ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist ein Känguru. Okay, Statistiken. Pff, okay, Geschäft, Ausbau. Aha. Da kann ich Sachen kaufen. Abgefahren. Die Kängurus sind die bekanntesten Tiere aus der Familie der Beuteltiere. Ist das so? Sie kommen in Australien, Neuguinea und Tasmanien sowie auf kleineren Inseln im Umkreis vor. Der liest das alles vor. Kängurus können. Alter, der liest das alles vor. Abführmittel. Antibiotikum, Antibiotikum, Antiparasitensalbe. Ugh. Augensalbe. Alter, wie viele Salben kann ich denn hier kaufen, Bruder? Ich habe gerade Vampirpräparat gelesen. Vitaminpräparat, ja, geil. Ausbau der Praxis, okay, da kann ich. Ach, das ist ein Australian Dollar. Mhm. Ein Buch über die Steppe. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Geld habe für sowas. Da müssen wir erstmal gucken. Ah, das. Ach so, das ist alles PDA. Ah, Shopseite. Ah, okay. So, was ist das? Da kann ich auf die Ranch gehen. Geld? 250 australische Dollar. So. Ah, ist geil. Ich kann mit VASD laufen. Das ist natürlich supi. Das ist meine Behandlungstischklinik hier. Boah, voll geil, ey. Das ist das super, das Spiel. Okay, da war ich jetzt am Computer. Da konnte ich jetzt nichts machen. Das ist hier irgendwie Kram. Ja, Pflanze. Was hier drüben? Ach, das ist mein Schlafbereich. Mein Dach. Hier wohne ich. Aha, wie schön. Oh, hier kann ich was? Was habe ich jetzt gemacht? Ah, da kann ich mein Aussehen ändern. Der Eberfisch. Nö, den lassen wir schon so. Der Eberfisch sieht super so aus. Doktor, Doktor, Doktor. Fett, Matt, Eberfisch, Prof. Ne? Doktor, Matt, Fett. Matt, Fett, Eberfisch. Matt, Fett, Eberfisch am Apparat. Was kann ich jetzt tun? Oh, wer sind Sie denn? Der Wildhüter. Du hast dich ja schon gut eingelebt hier bei uns. Jetzt beginnt der Alltag. Jeden Morgen würde ich dir die Meldungen zu kranken Tieren in deine Landkarte eintragen. Geil. Du solltest dann dorthin fahren und den Tieren helfen. Mal sehen, wie du dich machst. Um ein paar Erfahrungen zu sammeln, solltest du erst einmal mindestens 5 Tiere behandeln. Okay. Dann sehen wir was. Okay, also ich finde es super geil, dass die alle synchronisiert sind. Ich könnte vielleicht ein bisschen in der Hauptmenü das nächste Mal die Musik leiser machen und die Stimmen lauter, ne? Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und hat er jetzt was eingetragen? Ich weiß halt immer noch nicht, wo ich bin. Da ist eine Mission. Ja, aber wo bin ich? muss ich da hinlaufen? Oder what? Ah! Guck mal, wie weit ich rauszoomen kann. Da kann ich in meinen Jeep steigen. Alter, ist das geil, das Spiel. Boah, ist das cool. Boah, ich lieb's jetzt schon. Nein, ich kann selber fahren. Oh mein Gott. Boah, ist das Spiel toll. Und oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich bin jetzt schon total verknallt. Totally in love. Ich weiß noch nicht, wo ich bin, aber irgendwo da beim Fluss. Warte mal, ich bin jetzt da drüben. Ich muss auf die andere Seite. Genau, ihr seht die Form hier von dem See. Durchfahren. Ich weiß nicht, ich will mir nicht ein neues Auto kaufen müssen, nicht, dass ich gleich schon alles ruiniere. Boah, ich kann sogar hupen, Bruder. Oh, ich bin da gegen den. Oh, schon wieder gegen den. Ziemlich harte Büsche haben die hier. Harter Busch, Bruder. So, hier irgendwo muss ein Tier kaputt sein. Ich habe schon.
Ah, krankes Tier. In der Meldung über den kranken Känguru war an diesem Ort die Rede. Doch, wo ist es? Ja, ich weiß nicht. Ich habe meinen Känguru-Sensor nicht da. Ich denke mal hier irgendwo an der Wasserstelle. Da hinten liegt es. Oh nein, das Arme. Oh nein, ich muss es mitnehmen. Schnell, wir müssen uns beeilen. Ach nein. Oh, komm schon, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Erstmal untersuchen. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Oh, hallo, geht's dir gut? Tränenfluss und Sekretspuren sind im Gesicht spürbar. Oh nein. Irgendwelche gebrochenen Knochen? Nein. Sonst alles okay? Ich verstehe jetzt nicht so ganz. Was hat das hier zu bedeuten? Habe ich sonst irgendwas? Nö, ne? Okay. Wir untersuchen das mal. Das Tier hat ein gerötetes Auge. Oh, Krankenalter. Das Hirn hat eine verletzte Hornhaut. Relativ häufige Erkrankungen. Sand durch den Wind angeblasen oder spitze Gräser können ins Auge kommen. Ah, Symptome gehören ins Auge. Behandlung: Auge mit Wasser reinigen, Augensalbe auftragen. Läuft bei mir. Okay. Spritze werde ich jetzt nicht brauchen. Mit Wasser reinigen. Nee, kann ich denn nicht einfach. Ich kann ihm jetzt ein Abführmittel spritzen? Nein, oder? Das kann. Ich spritze mir jetzt erstmal einen Schmerz. Oh, das, ich kann das wirklich machen. Soll ich ihn ein Hustenlöser, ja, das. Blasensteinentferner. Ich meine, vorsichtshalber, oder? Ich will ja nicht, dass das Tier irgendwann. Aber ich möchte ihm jetzt auch nichts ins Auge spritzen, ehrlich gesagt. Augensalbe. Ich müsste es erst reinigen. Wo habe ich denn Wasser? Reinigen, da. Ja, das war richtig. Aber es gibt noch mehr zu tun, bis Tier geheilt ist. Oh Gott, wenn ich es falsch mache. Oh Gott. Jetzt natürlich die Frage, ballern wir dem jetzt einfach irgendeinen Apfel mit? Komm, okay. Aus Spaß, einmal. Okay, einmal aus Spaß. Ja. Das war leider falsch. Okay. Das war leider nicht das richtige Körperteil, aber das war das richtige Körperteil, aber leider das falsche Medikament. Ach so, kein Apfelmittel ins Auge spritzen? Nein? Das ist natürlich interessant. Okay. Ja, das Tier wurde geheilt. Du erhältst 50 australische Dollar. Oh, ich bin so ein guter Tierarzt. Mann, ey. Das ist ja Hammer, was ich für ein guter Tierarzt bin, ne? Boah, ey, so ein tolles Spiel. Wenn euch das hier auch so gefällt wie mir, das Spiel, und ihr euch auch auf weitere Folgen freut, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Sollen wir ernst machen? Sollen wir Spaß machen? Sollen wir den Tieren schon helfen? Ja, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar, wie ihr das so findet. Und ich freue mich auch natürlich über ein Like. Ich checke jetzt nochmal die Lautstärkeneinstellungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt meine Tierarztpraxis, Leute. In Australien natürlich. Urlaubsfeeling. Ab in den Urlaub. Hoch die Hände, Ferien. Like, Abo, Favo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben. Tschüss.